Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem sehr maskulinen Programm heute. Lauter Männer im Studio, das haben wir auch selten. Tobias Brachinger ist bei mir. Hallo. Lebensberater unseres Partners Questico. Von dir bekommen wir, glaube ich, und das ist natürlich bei den Temperaturen sensationell, einen kleinen Sommertipp geliefert. Ja. Mhm. Aber wir wollen vor allem mit dir über das Thema Glauben sprechen. Glaube. Hoffnung, Liebe. Ah, ja? Das sind tolle Themen, freuen wir uns schon sehr drauf. Lieber Tobias, bis gleich. Ich gehe mal ein kleines Stück weiter, denn bei uns ist heute auch noch, ich setze mich mal ganz kurz hin, das ist, glaube ich, ganz nett. Christian Germain, du bist ja auch Lebensberater unseres Partners Questico, hast aber nicht nur etwas zu Questico zu erzählen, sondern hast auch noch was mitgebracht, nämlich dein Lieblingsinstrument, kann man mein vielleicht Saxophon. Sagen. Dein Saxophon ist mit dabei und du wirst natürlich auch ein bisschen was spielen. Wir werden so ein bisschen von dir auch privat was erfahren, deine Musikerkarriere, die du neben der Lebensberatung eben auch noch mit nach vorne bringst. Also freuen wir uns sehr drauf. Wird ein paar schöne Geschichten geben und ein paar schöne Töne werden wir zu hören bekommen. Und ich freue mich auch über den Kommunikationskrieger Alexander Elmer. Moin Alexander. Schön, dass du da bist. Du nennst dich selber Kommunikationskrieger. Ja. Du bist Speaker, du bist Trainer im Bereich Kommunikation, bringst Leuten bei, wie sie mit Worten zu mehr zurechtkommen. Stärke kommen. Warum Krieger? Also ist Kommunikation Krieg? Also müssen wir uns immer auf ein Schlachtfeld begeben? Das Ding ist, Kurt Tucholsky hat mal gesagt, Kommunikation ist eine Waffe, wir müssen sie immer wieder scharf halten. Das Problem ist aber, dass die Menschen das Weltbild eines Kriegers falsch deuten. Sie sehen im Krieger immer das Materialische, das Hau drauf, das Element, brutal sein nach vorne, Menschen kaputt machen. Aber wofür steht ein Krieger? Loyalität, Ehre, Aufrichtigkeit, Stolz. Das sind Werte, die wir in unserer Kommunikation brauchen. Und deswegen dieser Name. Hat Krieger auch, also ich meine zu einer quasi Kriegsführung oder so, es gehört dann ja auch Strategie. Also gehört auch das Planung, Thema Strategie dazu? Klar, Strategie, Planung, Bewusstsein darüber, was tue ich, was sind die Kausalitäten, auch die Entscheidungsfreudigkeit zu haben. Und das sind alles Elemente, die wir in der Kommunikation dabei haben. Ist das auch so, also zum einen natürlich Schwachpunkte, wenn wir beim Punkt Krieger so sind, eigene Schwachpunkte finden Kennen, und die quasi... Ja, ausmerzen, sagen wir so, oder daran arbeiten dass da, und vor allem natürlich die eigenen Stärken erkennen und die Stärken noch mehr stärken? Anders formuliert, ja. Also die Schwächen kennen, das auf jeden Fall, aber nicht ausmerzen, weil Schwächen machen uns menschlich. Und Menschlichkeit ist das Wichtigste, was wir heutzutage brauchen. Also warum das ausmerzen wollen, das macht keinen Sinn. Aber ja, die Stärken, die wir haben, können wir aufbauen. Die Schwächen können wir vielleicht sogar noch ändern, umarbeiten, ummünzen in Stärken. Und das sind alles Elemente, was wir mit der Kommunikation machen können. Genau. Ist es eben auch gerade bei den Schwächen, weil du sagst, die wollen wir gar nicht ausmerzen, aber ist es auch so enorm wichtig, die eigenen Schwächen erst einmal zu kennen und sie auch zu akzeptieren, die anzunehmen? Akzeptanz ist das Zauberwort. Viele Menschen spiegeln sich nicht selber. Hm. Sie sehen sich, sagen, ja, nee, ich habe keine Fehler, ich bin gut, so wie ich bin. Stimmt ja auch. Aber trotzdem muss ich wissen, was ich vielleicht nicht ganz so gut kann, um es nutzen zu können. Ja, ich glaube, wenn wir nachher über meine Geschichte reden, werden wir das ja auch noch feststellen. Ich habe auch eine Schwäche, die ich aber aus meiner Stärke gemacht habe. Genau, also sag mal, du bist mit einem Geburtsfehler, können wir ja gleich drüber sprechen, du bist mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Ein Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte hast du gehabt. Genau, man sieht es ja auch. Also, als ich auf die Welt, ein kleines bisschen, genau. Ja, heutzutage sieht man es noch weniger, wenn Kinder heute geboren werden. Ich meine, mittlerweile jedes vierte Kind hat sowas in Deutschland. Okay. Ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Woher das kommt, wissen auch noch viele Ärzte gar nicht. Das aber du weißt ja, wo das herkommt. Nee, ja, wäre ich nicht hier, sondern würde irgendwo... Wärst du Arzt, dann hättest du Medizin studiert und würdest... Aber das Ding ist halt, ich bin damit geboren, das heißt, als Kind war ich ein bisschen isolierter, ein bisschen eigensinniger, weil klar, Kinder sind ehrlich, Kinder meinen es ja nicht böse, wenn aber jemand anders aussieht, anders redet, und man hört es ja, ich rede immer noch sehr nasal, dann ist man ja isoliert, man ist ein Außenseiter, man muss sich selber beschäftigen und ist nicht Teil der Gruppe. Und das war als Kind schon hart. Aber das ist halt meine Schwäche. Das ist hart, also kann man wohl sagen. Denn Kinder, wie du sagst, kommunizieren sehr, sehr ehrlich und auch sehr brutal. Ja, aber also unheimlich böse Absicht. Wie wächst man dann so auf, quasi mit dem Geburtsfehler? Du siehst dann halt ein bisschen anders aus. Also war das dann schon so wirklich ganz brutale Hänselei und du warst so der Außenseiter? Oder hat man dich auch integriert oder warst du stark genug, dich zu integrieren? Anfangs nicht. Also es ging so in der Stufe. Am Anfang war es so, ja okay, das sieht anders aus, lass den mal machen. Mhm. In der Oberschule war es ein bisschen härter, muss man das so sagen, weil wenn man irgendwas vorgelesen hat, wusste man im Hinterkopf, okay, die Mitschüler fangen an zu lachen, wenn der wieder liest und der verspricht sich einem drum und dran. Das war schon hart, weil du wusstest, egal was du tust, die Leute beobachten dich, sie schauen dich an, sie bewerten dich. Als ganz kleine Kinder war es halt, okay, sie machen sich lustig darüber. Man hat am Anfang mitgelacht, bis man es irgendwann realisiert, so hey, die machen sich ja über dich lustig. Mhm. Ja, das war schon anstrengend, das ist wirklich sehr, sehr nervig.
Irgendwann kam dieser Punkt, mein Papa sei Dank, wo man andere Elemente kennengelernt hat. NLP, also neurolinguistische Programmierung. Also hast du geschrieben, mit 12 Jahren hast du NLP kennengelernt? Das ist aber extrem früh. Sehr früh, ja. Damals war NLP auch noch viel umfangreicher als heute. Mhm. Aber NLP war eine schöne Möglichkeit, dieses Defizit, was man hat, zu verstehen. Ja, aber nichts passiert ja grundlos in unserem Leben, egal wie wir sind. Alles. Also jetzt mal ganz für alle, die es noch nicht kennen sollten, NLP, neurolinguistisches Programmieren, genau. Ist angeblich, sag mal, sind das so Sprachmuster, die aus den Therapien von Milton Erickson so rausgezogen wurden. Ist also einfacher gesagt, die Fähigkeit zu verstehen und das Bewusstsein zu beeinflussen, egal ob das eigene oder das andere, das kann durch Sprachmuster sein, durch Denkmuster, durch Verhaltensmuster oder körpersprachliche Elemente. Und wenn wir das wissen wir auch, wie wir funktionieren oder wie wir wirken. Wie versteht das ein 12-Jähriger? Gar nicht. Ja. Das Ding ist ja, die Ausbildung damals ging 3 Jahre. Ja. Am Anfang natürlich, weißt du, du hörst so Sachen wie Pacing, Modeling und denkst dir, ja, geil, was ist das? Ja. Ich habe aber einen guten Lehrer gehabt, der hat mir das so intelligent beigebracht, dass er mich durch Fragen hingeführt hat. Mhm. Ja, wie eine geführte Meditation. Mhm. Und das war das Spannende, weil du hast halt immer ein Verständnis bekommen. Und durch den Zeitraum 3 Jahre hast du genug Zeit gehabt, das auszuprobieren. Und durch das Ausprobieren kamen Learnings. Und diese Learnings wurden dann irgendwann zu adaptivem Verhalten und dann zum Standardverhalten. Weil man hat sofort gesehen, wenn ich mich jetzt so hinsetze wie du, reagierst du anders drauf. Mhm. Und wenn du das als Jugendlicher mitbekommst, denkst du ganz anders nach. Du festigst auf einmal den Glauben an dich selber, dass du, egal was für ein Defizit du hast, das nutzen kannst. Du kannst daraus ein tolles Element machen und das auf einmal auch thematisieren, um wieder interessant zu sein. Und das ist eigentlich das Spannende. Hat sich dann für dich, also wirklich ganz bewusst, auch in der Schule oder eben im Umgang mit Gleichaltrigen tatsächlich was geändert? Also hast du gemerkt, also es geht ja gar nicht ums Manipulieren, aber weil du gesagt hast, NLP ist natürlich auch so dieses Pacing, Leading, also schon sich den anderen so ein bisschen spiegeln und solche Geschichten. Tatsächlich. Hast du so ganz bewusst mit diesen Dingen gearbeitet und dann gemerkt, guck mal, tatsächlich, das funktioniert und jetzt kriege ich den so langsam auf eine Spur. Zwei Situationen habe ich sofort im Kopf. Es war mein ehemaliger Lateinlehrer, der hat immer so eine bestimmte Körperhaltung gehabt beim Sitzen. Und ich wusste, wenn er so sitzt, dann hören ihm alle zu. Und ich wusste ja, Modeling ist ein Element, wie ich das machen kann. Mhm. Also habe ich mich genauso hingesetzt und auf einmal war mehr Ruhe. Und da kam mein Verständnis, okay, krass, es funktioniert. Ja. Weil damals registriert man das ja noch nicht so. Und dann kam die Provokation mit dazu. Provokation war früher ein sehr starker Bestandteil des NLPs. Mhm. Also wusste ich, bevor ich anfange zu reden oder etwas vorzulesen, sage ich doch einfach mal lautstark, ihr könnt von mir aus lachen, mir egal, ich lese trotzdem. Also ich... Einwandvorwegnahme nennt man das heutzutage, glaube ich. Ja. Also ich konfrontiere sie damit, setze sie in eine völlig neue Situation, also reframe sie quasi und verstehe, dass sie auf einmal zuhören und dann sogar noch Tipps haben. Und das war das Interessante. Es war tatsächlich nach der Ausbildung, auch mit einer Lateinstunde, wo ich was vorgelesen habe, das hat keiner gelacht. Und danach habe ich sie gefragt, so, wie kommt es denn, warum hast du nicht mehr gelacht? Na, du hast heute irgendwas anders gemacht. Sag ich, ja, was denn? Ja, du sahst anders, du hast anders gesprochen, du hast mehr betont. Man hat gar nicht so drauf geachtet, wie du redest, sondern was du redest. Und das war ein tolles Learning, wo ich bis heute, und du merkst, ich kenne es immer noch drüber, weil man auf einmal Macht hatte. Mhm. Und das ist quasi die Geburtsstunde meines Claims gewesen. Sprache ist Stärke, weil wir können so krass viel berücksichtigen und machen, dass es eigentlich schon sehr schön ist. Also auch natürlich wahrscheinlich eine schöne Aufgabe, auch mit Kindern zu arbeiten, was du, glaube ich, nicht tust. Also du arbeitest mit Erwachsenen, aber kann man sich vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Ne? Ich merke es an meinen eigenen Kindern. Ich habe selber 2 Kinder und man redet mit ihnen anders. Also man macht jede Menge Quatsch, aber gerade wir sind nun mal Eltern. Eltern müssen auch mal Nein sagen können, aber Nein kann man halt auch schöner formulieren. Ja. Und wenn wir diese Elemente aus NLP wissen, merke ich bei meiner Tochter, sie ist 6, dass sie das selber schon anwendet. Jetzt mal, weil du sagst, Nein kann man auch anders sagen, mal ein Tipp an alle Eltern oder Großeltern, die vielleicht sagen, Mensch, Kinder hier, meine, die drehen immer völlig durch. Nein wird eigentlich nicht akzeptiert. Wie kann man denn Nein schöner sagen? Es gar nicht sagen. Es klingt immer so lapidar. Ja, sag kein Nein. Manchmal, und das muss ich immer betonen, manchmal muss man auch Nein sagen. Ein Nein gehört dazu. Ja, aber es auch, darf man ja nicht sagen. Ne? Das Ding ist, wenn meine Tochter zum Beispiel ihre 5 Minuten hat, die hat sie häufiger, weil es halt meine Tochter so, und sie dreht abends durch, dann kann man sagen, Mausi, ich finde es klasse, dass du so viel Energie hast, lass uns doch mal schauen, wie wir diese Energie in das und das umwünzen können. Und das ist die gleiche Aussage wie Nein. Hat sie da dann, also ich meine, dann ist ja, ach, rede nicht so eine Scheiße oder so, sondern es ist dann tatsächlich, ja, da auf diese Anfrage mittlerweile, ja, sind, ne? Mittlerweile kommen solche Reaktionen von wegen, nee, will ich nicht, weil sie es kennt. Mhm. Aber am Anfang war es so, okay, dann machen wir das anders. Ja. Weil Kinder denken ja einfach.
wenn Kinder, ist ja auch wieder eine geführte Meditation, wenn du Kindern was sagst, machen sie es ja bis zu einem gewissen Alter. Ja. Irgendwann hinterfragen sie und dann musst du halt diskutieren oder argumentieren. Genau, dann musst du wieder ein bisschen anders auf sie zugehen. Ja. Also sie entwickeln sich mit dem Alter. Und das ist sehr schön, manchmal auch sehr beängstigend, wenn halt meine Tochter, wenn ich merke, sie redet wie ich, ich sitze oft mit meiner Frau oder wir grinsen beim Abendessen, schütteln den Kopf und denken so, ey, das hat sie jetzt nicht gemacht. Weil sie wirklich original sagt, also Dinge sagt wie ich. Und das ist schon krass, das ist aber auch cool, weil man einfach siehst, selbst Kinder verstehen das. Mhm. Das haben so viele Menschen da draußen nötig, aber keiner bringt es denen bei. Das Schöne ist, du wirst das beibringen anderen Menschen in deinen Seminaren. Richtig. Und hast auch Tickets mitgebracht für unsere Verlosung. Zweimal ein Ticket für das Seminar Sprache ist Stärke. Genau. Worum es in diesem Seminar genau geht, was du darin machst, werden wir so gegen Ende der Sendung noch drüber sprechen. Am 18. August in Berlin. Ne? In 5 Tagen schon, ja. Siehst du, am 18. ist Samstag? Samstag. Also am Samstag in Berlin. Wenn Sie Zeit haben, dann können Sie uns gleich anrufen, müssten eine Frage beantworten, wenn Sie eins der Tickets gewinnen möchten. Nämlich die folgende. Alexander Elmer ist der A. Kommunikationskrieger oder B. Schweigepazifist. Schweigepazifist ist sehr geil. Das ist ordentlich und flott, ne? Ja. Das ist geil. Also dann müssen wir uns überlegen, ob das jetzt Sprache ist Stärke wird oder ob wir ein Schweigeretreat machen. Das Schweigen ist Macht. Schweigen ist Macht. Sprache ist Stärke, Schweigen ist Macht. Du hast noch einen Arm frei, ne? Ja. Genau, zeig mal bitte hier. Sprache ist Stärke, hast du dir den Claim, hast du hier drauf. Und dann machen wir hier... Ja, wobei Schweigen. Der Arm schon verplant ist. Also, ja, auf Thema für den weißen Heil Teil 5 ist der verplant. Nein, so weit wollen wir auch nicht gehen. Also, wie gesagt, die Frage haben Sie und rufen Sie bitte an, wenn Sie es wissen, unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz, das wissen Sie, kann es immer etwas teurer werden. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Und jetzt ist Christian Germain bei mir. Hallo, freue mich. Du, schön, dass du da bist. Du hast eine etwas weitere Anreise, ne? Ja, richtig. Ich bin aus Wien gekommen. Ja, herrlich. Was für eine schöne. Aber es ist immer wunderbar, hierher zu kommen, ne? Zu euch. Ja, freue mich riesig. Vielen Dank. Es ist ja, wir haben ja hier sowas wie eine Wellness-Oase. Ne? Es ist ja ein Wohlfühlort, kann man sagen, bei AstroTV. Ja. Und ein wunderbares Team. Man wird wunderbar betreut. Also es ist immer eine Freude, ich habe mich wochenlang drauf gefreut. Ja, und du bist ja unter anderem Lebensberater bei unserem Partner Questico und hast, sag mal, für dich auch, sag mal, in dieser Zeit neue Herausforderungen gefunden. Ne? Und auch gesagt, okay, auch meine Arbeit als Lebensberater hat sich jetzt über die Zeit, die ich bei Questico bin, verändert. Ja, ich bin seit 1,5 Jahren bei Questico und bin sehr glücklich dazugehören zu dürfen, habe sehr viel Freude dabei, sehr, sehr, sehr nette Kunden und vor allen Dingen das persönliche Gespräch mit den Menschen macht mir eine sehr, sehr, sehr große Freude, ihnen helfen zu können in dieser heutigen Zeit, die natürlich komplexer ist als vor 50 Jahren, aber natürlich auch viel mehr Chancen uns gibt. Inwiefern verändert das dann deine Arbeit? Es verändert die Arbeit dahin, dass nicht mehr alles in Stein gemeißelt ist, also ja, nein, es gibt natürlich manche Situationen, wo es ein ganz klares Ja ist oder ein ganz klares Nein, aber viel mehr Möglichkeiten heutzutage, Dinge zu gestalten, Dinge positiv zu beeinflussen und darin liegt die Chance. Mhm. Und das ist das Schöne auch als Lebensberater und als Kartenleger, dass man mit den Hilfsmitteln Einblick bekommt in diese Situationen, in die Fragestellung und einem Menschen wirklich helfen kann, wie er mit Orientierung und innerer Stärke seinen Weg besser finden kann und seine Themen auch in eine positive Richtung lenken kann. Jetzt haben sich ja die Karten, kann man ja fast sagen, über die Jahrhunderte nicht verändert. Also die Bilder sind die gleichen, die Bedeutung im Prinzip auch. Aber sag mal, wenn du sagst, das ist alles komplexer geworden und natürlich muss sich da die Lebensberatung auch ein Stück weit mitentwickeln, dann entwickelt sich auch die Deutung der Karten ein bisschen anders. Ne? Selbstverständlich. Das Erste ist, dass man selber weltoffen sein sollte. Also sich wirklich informiert, was sich in der Welt tut. Und über Strömungen, über Energien, Tendenzen, soziale Tendenzen auch Bescheid weiß. Das Zweite ist, dass natürlich das Kartenlegen eine Bildersprache ist und die Bilder vielfältig sprechen können, je nachdem. Das heißt, man muss auch seine Arbeitsmethoden immer weiterentwickeln. Man sollte auch vom Gefühl, vom Gespür für Energie sehr offen sein, denn Kartenlegen ist eigentlich das Lesen von Energien mit Hilfe
der Karten. Und natürlich kann man dann auch die Bilder, die Bedeutungen ins 21. Jahrhundert übersetzen. Also wie kann man das Internet sehen, öffentliche Werbung, all diese Themen, die ja heute ganz wichtig sind. Rhetorik, Gesprächsführung, das kann man auch im Kartenbild erkennen. Und so kann man sich selber auch mit den Möglichkeiten der Karten immer weiterentwickeln. Also spürst du dann auch unterschiedliche Energien? Also welche Energie hat das Internet als Thema? Ja, auch. Und die Karten helfen dabei. Ja. Sie sind ein Hinweis, die Energie und die Energiestraße auch zu finden und das dann natürlich auch über das Herz und über den Verstand rauszulassen und damit auch die Fragen zu beantworten. Spürst du bei deinem Gegenüber, also was ja meist am Telefon stattfindet, spürst du schon die Probleme oder die Themen, die da anliegen? Beides. Manchmal kommt es sofort. Manchmal kommt es über das Gespräch, über die Fragestellung und es ist jede Begegnung immer wieder eine neue Begegnung, auf die man sich immer wieder einstellen sollte. Und das ist genau das Interessante. Es wird nie langweilig, es ist jedes Gespräch neu und einzigartig. Haben sich denn die Themen verändert? Oder ist es immer noch das Thema Liebe, Mitgefühl oder Partner? Wie funktioniert es mit dem Partner oder wann kommt der ins Leben? Gut. Das sind Themen, die uns natürlich alle beschäftigen, jeden von uns. Wir sind alle Menschen und haben natürlich auch das Thema Liebe in unserem Leben. Aber darüber hinaus sind die Fragestellungen viel vielfältiger geworden. Die Menschen auch, möchte ich mal wirklich sagen, werden viel spirituell ganzheitlich gebildeter. Es geschehen also wirklich auch positive Dinge in unserer Gesellschaft und möchten viel mehr Informationen haben, Hintergrundinformationen und fragen auch differenzierter, weil sie wissen, dass alles eine Rolle spielt, auch wenn man sich im Thema Liebe verbessern möchte. Du hast ja gesagt, und denke ich, empfinden wir auch alle so, es ist alles ein bisschen komplexer geworden. Gibt es da auch so eine gewisse Orientierungslosigkeit bei deinen Klienten? Manchmal. Und deswegen wendet man sich natürlich auch an einen Kartenleger und an einen Lebensberater, weil es unsere Aufgabe ist, uns wirklich intellektuell und auch energetisch meditativ vom Erdkern bis in die Quelle auf allen Ebenen auszurichten und für alles offen zu sein und den Menschen aus dieser Ausrichtung heraus Orientierung zu geben. Man könnte es auch anders nennen, es ist ein Coaching mit Hilfe der multidimensionalen Möglichkeiten, Gesetze, der kosmischen Gesetze und der irdischen Erkenntnisse gemeinsam. Jetzt sind Töne ja auch was sehr Kosmisches. hilft dir deine Musik, wir werden auch gleich ein bisschen intensiver drüber sprechen, hilft dir deine Musik bei der Arbeit als Lebensberater? Auf jeden Fall, weil in der Essenz die Arbeit für mich identisch ist. Beides ist Energie. Man muss fühlen, man muss spüren, wo sich jemand hinbewegt, wie sich die Melodie bewegt, wie das Publikum reagiert. Also es ist das Thema, was auch in der Wirtschaft genannt wird, emotionale Intelligenz. Es ist ja nichts anderes als mediale sensitive Wahrnehmung, nur dass eben in der Ausbildung für mediale sensitive Wahrnehmung das noch etwas weiter genommen wird. Aber diese emotionale Intelligenz, das Spüren, braucht man für beides. Egal, ob man ein Orchester dirigiert oder mit einem Kunden spricht. Ich muss spüren, wo die Person oder die Personen sind, wo ich sie abholen kann und ihnen von diesem Level aus weiterhelfen kann. Du dirigierst natürlich auch ein Orchester, deswegen hast du das Beispiel so genannt. Wir werden genau über diese Arbeit und über dein Saxophon, das du auch mitgebracht hast, was wir noch hören werden nachher, natürlich noch sprechen. Jetzt haben wir für Sie, ganz lieben Dank bis hierhin, im Bewegtbild Elisabeth Tadler. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ja, wir fühlen... Was? So, jetzt reicht's aber. Schluss jetzt. Tobias Brachinger ist bei mir. Ja, Tobias, hallo. Mensch, bevor wir zu intelligentem Schmuck kommen, ne? Okay. Ja, du trägst du Schmuck? Oh ja. Ich trage, ja. Hat das eine Bedeutung? Ja, es hat eine Bedeutung. Gehen wir von aus. Ja, also ich meine, im Endeffekt Engelsflügel für meine Medialität, ja. Ja, Channeling. Die Titanring, dementsprechend Schutz, Griechenland,
Iran. Ja? Ah, okay. Und natürlich den christlichen Glauben und natürlich ein Gebet darauf, was ja Frieden bedeutet, Ausgleich und Freundschaft auch. Ne? Und dann halt meine Heilsteine. Ne? Viele Anschriften waren schon, ja, was das für ein Heilstein ist. Das ist so Fluorid. Oh, das sieht ja sehr interessant aus. Ein bisschen grün, ein bisschen violett. Ja, genau, für mein Sternzeichen Fische. Ah. Ne? Der Glückstein, ja. Und natürlich der Rauchquarz, der Absorbierer. Ja. So. Braucht man schon, ne? Ja, das hat mit dem Erdmagnetismus generell zu tun. Und das hat was, gibt so richtig Power und Stärke. Zieht auch die Aura glatt. Ne? Die gebe ich ja immer gerne mit als Heilstein-Tipp mit, wenn die Aura so Formationen hat, die nicht gerade Vitalität zulassen. Ne? Ist jetzt aber nicht dein Sommertipp, ne? Weil du Nein, hast das ist noch nicht einen Sommertipp mitgebracht, wie man mit, bei den Temperaturen gut durch Nein. den Tag kommt. Also mein Sommertipp für die heißen Tage ist auf jeden Fall Leitungswasser. Da werden viele staunen dementsprechend. Leitungswasser ist eine sehr hohe Qualität hier, zumindest in Deutschland. Ja. Ja? Und der Sommertipp dabei ist heimische Kräuter. Wir haben ja Maria Himmelfahrt, 15. im Bayerischen Feiertag. Ja? Und da Zitronenmelisse und Rosmarin dementsprechend in der Kombination mit gekochtem Wasser abbrühen, aufgießen und ein bisschen kühl stellen, aber nicht zu kühl. Und dann schluckweise trinken. Ah, okay. Das hilft. Also keine Eiswürfel rein, nichts? Nein, okay. Keine Eiswürfel rein, weil im Generellen die Thermik des Körpers das Ganze wieder zum Schwitzen bringt. Ja, und man sagt eigentlich, Rosmarin ist so die Klimaanlage im Inneren. Ja. Okay. Ja. Also trinken, darf man den Rosmarin dann mit runterschlucken oder wird das schon durch so ein Sieb dann gekippt? Ja, oder? Wer es will, holzig und im edlen Geschmack gerne, aber ansonsten empfiehlt sich schon ein Teesieb oder so. Ja. Ich mache es immer klein, das ganze Zitronenmelisse frisch abrupfen auf den, vom Garten raus und dann aufbrühen. Ja, und das hilft, weil der minzige Geschmack macht frisch dementsprechend und innen drin der Rosmarin bringt die Temperatur runter. Ja, das ist eine gute Idee. Das wird ja auch eingesetzt bei Rheuma und etc. im Baden. Ja, dann macht man Rosmarinbad morgens, dann steht man vitaler schon auf. Also Rosmarin auf jeden Fall mal schön ins Leitungswasser rein. Ja, werde ich mal, ja, das werde ich mal ausprobieren. Leitungswasser ist ganz gut. Ja, also die Qualität in Deutschland, also genau. Das, unwahrscheinlich, das wenn man bedenkt, Afrika und wo. Ja. Ich war in Mexiko. Ja. Ja. Und in Mexiko, da war die Trinkwasserqualität äußerst schlecht. Ja. Kann man da mit dem Thema Glauben das Wasser irgendwie eine bessere Qualität bringen? Ja, wenn man ein aufgestiegener Meister lebendig reinkarniert ist, mit Sicherheit. Also wenn Jesus hier wäre, der könnte es mit Sicherheit, weil sein Glaube... Der wird ja Wein draus machen. Ja, oder so. Ne? Aber ich würde jetzt Wasser bevorzugen. Aber der Glaube manifestiert sich ja nicht in diesen Religionen, sondern generell, was man an sich glaubt, und Voraussetzung ist ja die Hoffnung. Ja. Die Hoffnung ist ja für mich, ist ja nicht nur für die Nahen da, dementsprechend, wer keine Kreativität hat, dementsprechend, dem fehlt auch was. Also man muss ja auch eine Hoffnung haben, was wünschst du dir? Ne? Und daran muss man Glauben schenken, ja, dass es schon real da ist. Genau, also es geht dann wirklich von der Hoffnung in den Glauben, und zwar wirklich in den festen Glauben. Weil wenn man so im Thema Hoffen bleibt, ne, das ist immer so ein bisschen im Mangel zu sein. Ne? Also zu sagen, oh, ich hoffe, dass das irgendwie, das muss doch irgendwie ansonsten gehen. Genauso ist mit dem Lottogewinn, man hofft generell, man macht die Millionen, sicherlich kann es funktionieren, wünschenswert war definitiv. Aber der Glaube versetzt Berge. Und dabei also, da würde ich auch sagen, also gerade so bei dieses klassische Thema Lottogewinn. Also ich glaube, den haben sich schon viele Menschen gewünscht, die auch so Bücher wie Wünsche ans Universum und sowas gelesen haben und gesagt haben, siehst du, ich muss mir noch was wünschen und dann kriege ich es. Ich habe gerade vorhin, irgendwie, wenn du an Kiosken vorbeiläufst, Euro-Jackpot, 38 Millionen, glaube ich, Gewinnchance 1 zu 95 Millionen. Also wenn das so gut funktionieren würde, dann nur mit rein wünschen, dann wäre die Gewinnchance nicht bei 1 zu 95 Millionen. Ne? Mit dann, Sicherheit. Aber wie gesagt, wer wünscht sich nicht generell ein leichteres, bestrebtes Leben, ja, wie so Millionäre haben. Ja? Aber das Gutbürgerliche und seine eigene Arbeit, das macht doch auch Freude. Und der Glaube dabei hilft, ganz klar zielstrebig nach vorne zu gehen. Darauf zu vertrauen, dass das Universum dementsprechend einem unterstützt dabei. Und das Universum arbeitet. Ich nenne es lieber Gott, ja, die anderen nennen es was weiß ich, ja. Aber Universum ist für mich immer ein sehr globaler Begriff. Deswegen Glauben und natürlich die Dankbarkeit. Das kann ich nicht oft genug sagen. Die Dankbarkeit ist
der Motor des Erfolges im Glauben, in der Hoffnung. Wir haben im Leben immer Themen, wofür man dankbar sein kann. Ja, sei es die Gesundheit, sei es dementsprechend, ja, dass man einen Job hat, dass man zufrieden ist und, und. Wenn man das sich bewusst macht, dann schwingt die Energie völlig anders und dann ist man in dieser Lebensfreude, weil man immer in dem Pessimismus drin ist. Ich muss jetzt daran glauben, damit es sich materialisiert nach außen. Ich glaube, da können wir auch gleich mit Alexander nochmal drüber sprechen, wie man sag mal, etwas in sein Leben bringt, was noch nicht so da gewesen ist. Ist und was man gerne aber hätte. Ganz lieben Dank bis hierhin. Bist du noch zu sehen ja. In den nächsten Tagen? Ja, heute um 23 Uhr und um 24 Uhr. Also heute fast in der Nacht bei Astro Live. Ja, genau. Tobias Brachinger, ganz lieben Dank, dass Vielen du die Dank. Zeit zwischendurch Bitte gehabt hast, gerne. Zu uns zu kommen. Und gerne dann auch mal demnächst wieder. Dann das freut mich. Sprechen wir noch mal ein bisschen über weitere Sommertipps, wenn sich das noch so weiterzieht. Ganz lieben Dank. Jetzt haben wir etwas für Sie von Gabriele Iasetta. Schon mal kurz reingeguckt. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Wovon andere nur träumen, das wollen wir gerne erleben mit Alexander Elmer, Kommunikationskrieger. Du hast ja auch in deinem Leben, wir haben ja darüber gesprochen, einiges verändert. Gehörte für dich das Thema Glaube eigentlich jemals dazu oder war das wirklich... Ich arbeite mit NLP, also ich habe hier ganz bodenständig gesehen, was man über Kommunikation verändern kann. Realistischer Glaube, ja. Also es wurde auch gerade eben von Tobias gesagt, das hilft mir nicht, wenn ich dran denke, morgen habe ich Flügel, ich stehe nicht auf und habe Flügel, da wäre ich traurig. Es muss realistisch bleiben. Ja. Allem voran, also ich glaube nicht an Gott oder sonstiges, bin ich ganz ehrlich, ich glaube an mich. Ich glaube daran, dass das Schicksal meinen Weg definiert hat, ich muss ihn nur finden und dann auch gehen. Aber wenn ich an mich glaube, reicht mir das. Ja, wenn andere Menschen wie meine Frau an mich glauben, was sie tut seit 8 Jahren, reicht mir das auch. Das gibt mir Stärke, das gibt mir Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Es gibt bestimmt irgendeine höhere Macht, die alles lenkt. Ja. Aber darauf konzentriere ich mich nicht. Ich konzentriere mich auf mein Leben. Ja, denn wir leben ja hier auf diesem Planeten, genau. im Hier und Jetzt und müssen dann natürlich auch mit den Herausforderungen, die uns das Leben so bietet, dann umgehen können. Ich meine, das ist natürlich beruhigend, wenn man Scheiße erlebt. Darf ich hier Scheiße sagen? Ja, oh, habe ich vorhin auch gesagt. Das Gut. ist völlig in Ordnung. Wenn ich irgendeine Scheiße erlebe, ist es natürlich schön zu wissen, dass das eine Prüfung ist, dass mich das herausfordert, dass es mir eine Möglichkeit gibt, mich zu entwickeln. Mit diesem Glaubenssatz dahinter gehe ich damit anders um. Ich kann natürlich auch denken, oh mein Gott, alles kacke, ich ritze mir die Arme auf. Kann ich auch machen, mach mal nur einmal. Ja, also Glaube ist schon nett. Ja. Aber realistischer Glaube. Ja, also es gibt immer andere Möglichkeiten, auch noch Richtig. Mit sich zu arbeiten. Du hast eben für dich eine gefunden, das war NLP. Wie hast du es für dich dann weiterentwickelt? Also du hast selber ja an deinem Beispiel gemerkt, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das in meinem Umfeld, dann verändern sich auch die Menschen. Tatsächlich ausprobieren, also sehr viel ausprobieren. Ich habe ja selbst als Eisverkäufer im Zoo gearbeitet und habe da okay. festgestellt, ja, dass man, das war ein geiler Nebenjob. Ja. Viel Geld für nichts, für wenig tun, ja. egal. Und Ja, und ja. Wo hast du gestanden vor dem Affen? Am Brunnen, direkt am großen Brunnen ja. in der Mitte, zwischen Löwen und Elefanten. Ja, war ein geiler Platz, ja. meiste Leute, meiste ja. Umsatz. Ja. Egal, jedenfalls habe ich da festgestellt, durch diese Strategien der Kommunikation im NLP oder auch durch ganz normale Kommunikationsstrategien, kannst du Upsellings ermöglichen, also mehr Verkäufe ermöglichen. Wenn du dann auch durch Charme, Witz und Freude dabei bist, geben die Leute sogar Trinkgeld. Und also jetzt hast du ja mit Eis natürlich auch ein sehr positiv Richtig. Besetztes Produkt noch aber gehabt, das Ding aber ist, auch da kann man noch mehr wuppen. Klar, Trinkgeld, Upselling ja. geht immer. Ja. Wenn man sieht, die haben ein Eis gegessen, dann kommen sie in 10 Minuten wieder, dann spricht man sie einfach nochmal drauf an. Also es geht schon. Mhm. Aber das Ding ist, ich habe meinen Kollegen beigebracht, wie man durch einen Kunden mehr Verkauf generieren kann. Ja. Und habe dann festgestellt, wie krass ist das eigentlich, dass ich in der Lage bin, anderen Eisverkäufern, das muss man sich mal vorstellen, anderen Eisverkäufern Upselling-Möglichkeiten aufzuzeigen, um mehr
Trinkgeld zu bekommen, ja, um mehr Umsatz im Zoo zu machen. Ja. Und dieses Wissen habe ich dann auch in meine Ausbildung mit reingenommen, bei meinen Mitschülern angewandt und auf einmal festgestellt, die Leute hören mir zu. Mhm. Und sie nutzen das, was ich sage. Und das war ein sehr spannender Moment. Das war so für dich der Moment, wo du sagst, okay, also das mache ich jetzt gerade alles auch für Umme. Ja. Da mache ich einen Beruf draus? Ja, also ich beschäftige mich ja seit 9.9.2000 exakt fachlich mit der Sprache. Ja. Auch damals als Werbetexter, als Online-Redakteur, wo man auch sehr viele Sachen ausprobiert hat, auch mit Gedichten. Ich habe ja sehr viele Gedichte geschrieben und so die Jugendsünden transportiert. Und man hat festgestellt, durch die Sprache, egal ob gesprochen oder geschrieben, du erreichst Menschen, emotional, intellektuell, egal auf welcher Ebene. Und das war krass, weil man einfach gesehen hat, was passiert. Und durch dieses Ausprobieren in Jobs, im Eisverkauf, im IT-Support habe ich auch mal gearbeitet. Ja. So ein problemlösungsorientiertes Denken. Ja. Wie kriegt man das kommunikativ geregelt? Klappt durch Kommunikation sehr gut. Und dadurch, dass dann andere Menschen zu mir kamen und mich gefragt haben, wie machst du das, kam dieser Lehrer raus. Und dieser Lehrer hat mir sehr gefallen. Und seitdem mache ich das. Das Gedichtebuch hast du nicht mit, ne? Nee, gibt's aber bei anderen ominösen Online-Plattformen. Ach so, hast du mal rausgebracht? Ja, also am 15. Oktober 2020. Irgendwas 14 heißt, darf ich das sagen? Ja, bitte. Okay, im Zeichen des Schicksals gibt es bei Amazon, sind 400 Seiten voll mit Gedichten. Wow. Ist ein bisschen morbide, ja, also ein bisschen düstere Geschichte, heißt auch Dark Fantasy. Ja. Ist halt mein Stil im Mittelalter. Ja, großartig. Ja. Also guck mal, bringst du nächstes Mal, wenn du nochmal zu uns kommst, bringst du das gerne mal mit und dann trägst du mal was vor. Ja. Ja, das kam sehr zögerlich. Ja, weil das Ding ist, Kommunikation ist ja emotional. Ja. Gedichte vortragen sind nur die eigenen Emotionen. Genau. Mache ich ungern immer noch, also heutzutage immer noch, weil ich denke, Emotionen sind wichtig, aber ich kann Emotionen steuern. Wenn ich Gedichte vorlese, dann lasse ich sie gerne vorlesen von einer Person, die neutral ist, weil sie eigene Emotionen reininterpretiert. Und dadurch klingt ein Gedicht einen völlig neuen Klang. Und das ist spannend. Weil da kannst du denn anhand, also wenn jemand ein Gedicht von dir vorträgt eben, und seine Emotionen reinbringt, denn ich denke mal, bestimmte Worte triggern bei richtig einem persönlich eben auch was an, irgendein Thema, und dann kommt irgendwas hoch. Also ist das bei dir dann auch so, du merkst dann schon, okay, das ist ein Thema, was ihn beschäftigt, klar, und kannst dann so arbeiten? Ja, Mikrosignale des Körpers. Wir haben ja immer Bewegung. Also unser ganzer Körper besteht ja aus Muskeln, genau, also im Regelfall, bei manchen nicht. Und die bewegen wir ja auch alle. Ja. Wenn wir also entsprechend reagieren, sei es ein Zusammenkneifen der Augen, Mundwinkel, Schulterhöhe, das habe ich vorhin sogar in der Maske aus Versehen gemacht bei den zwei netten Damen, ja, haben sie analysiert, weil sie sich verhalten. Und das kann man halt lesen und deuten. Ja. Klar, und dann spricht man die Leute darauf an. Unternehmerisch für mich natürlich sinnvoll, weil ich daraus wieder Einzelcoaching verkaufen kann, weil man sowas sieht. Aber generell macht das Leben auch einfacher. Und das war ja das, was ich früher auch gelernt hatte. Verstehen, wie reagieren die anderen durch nicht gesprochene Sachen, also nonverbale Kommunikation. Und wenn man das weiß, weiß man, wie man wirkt, wie die anderen denken, fühlen. Und man hat auf einmal Spielflächen, die man vorher gar nicht dachte. Aber ist jetzt nicht so, dass du, wenn du abends mal im Restaurant zu essen bist, dass du dann alle Gäste da ansprichst und mit denen kleine Tests machst? Doch. Also, ja, also aufpassen, ne? Wenn Alexander irgendwo im Restaurant auftaucht, dann gibt es. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin gruselig. Weil ich halt auch nicht in der Lage bin, auf Gedanken zu reagieren, die sie gerade erst haben, aber noch nicht ausgesprochen haben. Weil das ist das Spannende. Es geht auch ein bisschen in die Richtung auch wieder Glauben. Ja. Weil viele Menschen denken ja, dass das Glauben ist, wenn man auf Gedanken reagieren kann. Nein, für mich ist es Wissenschaft. Weil ich einfach weiß, was denkt mein Gegenüber durch das Verhaltensmuster, durch die Wortwahl, durch die Rhetorik, durch die Stimmmodulation, allein durch die Körperhaltung verraten wir so vieles. Und es macht auch tierisch viel Spaß, wenn du Leute analysierst. Und ich mache auch gerne meinen Test, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder mit Geschäftspartnern. Wir analysieren andere Menschen und wir wetten dann um irgendwas. Wenn ich recht habe, ist schön, weil dann gehe ich auch auf das Zielpublikum hin, spreche die an, war das gerade so und so, wenn sie ja sagen, habe ich halt gewonnen. Ja. Und das ist halt schon für manche sehr beeindruckend, für andere gruselig, ich finde es lustig. Was sagt dir denn meine Körperhaltung oder mein Verhalten? Du hast halt tierisch viel Spaß, ja. Du hast aber ein bisschen Zeitdruck, weil ich sehr viel rede. Ja. Ja. Na, aber es ist was völlig okay. Zeitdruck kenne ich ja hier auch. Genau, ja. Ich werde immer vom Mann im Ohr. Mit Recht, aber das merkt man. Weil indem du die Stimme kommst, vielleicht kriegst du das gar nicht mit, geht dein Blick ein bisschen weiter nach links, intuitiv, weil du drauf hörst. Und das ist spannend. Man merkt es auch an deiner Handhaltung, wie du hältst, wenn jemand, was du dir sagst, eine Anweisung, geht dein Daumen immer ein Stückchen weiter weg. Das ist super spannend. Ja, und dein linkes Bein zuckt ab und zu. Das ist spannend. Mein linkes Bein zuckt ab und zu. Also tatsächlich. Weil man, was bedeutet das, wenn mein linkes Bein ab und zu? Weil da läuft ja auch eine Zeit. Darf ich das sagen? Da läuft eine Zeit. Ja, ja. Die Zeit ist ja schon abgelaufen. In dem Moment, periphere Sehen, also ich habe es wahrgenommen, in dem Moment zuckt dein Bein, also wolltest du schon aufspringen. Ich habe es nämlich gar nicht. Ich gucke da nie drauf und dann immer, ist schon durch, wir sind schon durch. Aber ich sehe doch, dein Unterbewusstsein nimmt es ja auch wahr, das periphere Sehen. Und dadurch
zuckt dein Bein und das ist der Impuls, der bis losgeht. Und das ist halt... Das ist super interessant, ja. Ja, super, weil das fällt mir wirklich überhaupt nicht auf. Aber sehr gut, dass du das sagst, weil wenn ich demnächst, ich werde da mal drauf achten, wenn ich demnächst merke, mein linkes Bein zuckt, dann weiß ich, dass da die Uhr gelaufen ist. Mach doch Folgendes, wenn du nicht willst, dass dein Bein zuckt, du stehst ja mit dem linken Bein auf der kompletten Sohle. Ja. Winkel mal deinen Fuß ein bisschen an. Ja, also ich habe nur vorne, ich bin nicht... Richtig, geh vorne hoch, dadurch kann dein Bein gar nicht mehr zucken, da ist der Muskel unterbunden. Okay, ja. Aber ich finde das ja ganz gut, wenn es zuckt, weiß ich, weil ich guck da nie hin, ja. Dann weiß ich, dass die Zeit abgelaufen ist. Aber die Regie hat mir gerade gesagt, bleib ruhig, du musst nicht alles setzen. Gut. So. Aber ich finde es halt lustig, weil das ist halt diese Wissenschaft Körpersprache lesen. Ja. Es gibt ja auch viele Fernsehserien, die stellen das sehr einfach und sehr plastisch dar. So einfach ist es leider nicht. Also nur weil jemand nach links oben guckt, konstruiert er nicht, dann lügt er nicht. Ja. Nur weil jemand auf einmal sich an der Nase reibt, dann ist es keine Lüge. Ist ja nicht Pinocchio, fängt ja nicht an zu wachsen. Man muss schon alles berücksichtigen. Genau. Und das ist diese ganzheitliche Wahrnehmung. Du kannst nicht nur auf ein Signal achten. Und das ist halt wirklich sehr viel Übung, also echt ein Arsch von Übung. Also bin ich sehr gespannt, was wir auch in deinem Seminar Sprache ist Stärke dann noch gelernt bekommen von dir. Also es ist ein Tagesseminar, da kann man natürlich nicht gleich ganzheitlich alles... Es ist ein schöner Anfang, also so eine Art Grundlagenseminar. Es ist immer ein Anfang, der so Basics reinspielt. Und daraufhin baue ich ja auf. Es gibt ja Folgeseminare, muss ich jetzt nicht erzählen, das ist keine Werbeshow, aber darauf baue ich dann auf. Also in meinem Grundlagenseminar bringe ich das, was ich weiß, in der Theorie, Strukturen, Modelle, Analysen, alles bei und das vertieft man dann später. Es gibt auch vor Ort, du musst aufstehen. Ne? Ja, ja, okay. Ja, das war deutlich zu sehen. Ja, ne? Also gut, darüber reden wir nachher. Werden wir aber auch gleich noch sprechen. Wir haben ja noch einen Teil, dann erzähl zu uns, was in dem Seminar alles inhaltlich vonstatten geht. Sehr gerne. Bin ich sehr gespannt. Jetzt haben wir aber erstmal für Sie das Mondhoroskop und wir haben tatsächlich schon die Kalenderwoche 33. Wahnsinn, wie das Jahr voranschreitet. Ist nicht immer schlimm. Man kann auch mal relaxed sein, ne? Ja. Die Regie hat gesagt, ich soll mich doch mal mit dem Hintern, Sie haben ein anderes Wort genannt, hier ganz, ganz hinten reinfläzen, ja, damit ich nicht immer hier bei der... Nehmt mal die 3, bitte. Die 3. Die kleine hier. Die hier. Genau. So, die. Weil wenn ich mich immer so vorlehne, ne, dann ist... Ja, meine Nase und mein Hintern auch drin. Gut. Ich lehne mich mal zurück. Aber dann finde ich, dann bin ich immer so... Aber du sagst es gar nicht schlimm, ne? Nimm mal die Arme ruhig überkreuzen. Kann entspannt. Ich auch die Beine überkreuzen? Na, so vielleicht nicht, ist ein bisschen ablehnend. Ja. Mach mal entspannt. Einfach nochmal tief durchatmen. So machst du hier, so. Ja, also du willst nicht wissen, wie ich manchmal in Konferenzen sitze. Aber ja, ist doch entspannt. Ja, cool, mach ich mal so. Lieber Christian, jetzt bin ich ein bisschen, es ist ungewohnt, so weit von meinem Gegenüber entfernt zu sitzen. Ist aber trotzdem wunderbar mit dir, ich bin auch entspannt. Oder? Okay, ja. Dann sind wir jetzt, machen wir mal die ganz entspannte Nummer. Mal sehen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dann ein kleines bisschen. Denn wir wollen mit dir jetzt ein bisschen über Private sprechen. Das ist immer, wenn es ins Private geht, dann kann das dauern, lieber Christian. Oh, denn ja. Du hast hier wirklich eine Musikvita vom Allerfeinsten. Also du hast schon relativ früh angefangen. Du hast sogar Klarinette und Saxophon studiert in Mannheim, ne? Richtig, das ist meine musikalische Grundlage, Klarinette und Saxophon, weil die Instrumente sehr gut zusammenpassen und gemeinsam kombiniert natürlich unheimliche stilistische Möglichkeiten geben. Und dann habe ich in Amerika ein Aufbaustudium in Dirigieren absolviert und diese Berufe übe ich nach wie vor aus.
Und dann kam während eines 10-jährigen Aufenthaltes in Australien meine spirituelle Arbeit. Das ist schön, ein 10-jähriger Aufenthalt dazu. In Australien. Ja. Wir haben Bilder werden gerade eingespielt. Das ist vom Dirigieren, das ist aber nicht in Australien. Nein, das war in Freistadt Anfang Juli mit der Jungen Philharmonie Freistadt. Da haben wir das Sommerkonzert vorbereitet und das ist ein Ausschnitt von der Probe. Und zwar Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, Das alte Schloss. Schön. Ja. Schöne das war während Arbeit. Der Probe. Also ich kann ja, wenn ich so einen Dirigent sehe, ich meine, der sieht ja immer schön aus, aber ich kann dem nichts ablesen. Also klar, wenn er dann mit dem Stock mal dann sich so in eine Richtung bewegt, dann weißt du, okay, er hat jetzt mal die Flötisten aufgefordert. Mhm. Irgendwie, aber ansonsten wird da wild geschwungen. Also ich kann dem nichts ablesen, aber es hat ein bisschen mit Takten zu tun und so. Also du hast eine wunderbare Anlage. Ja? Und ich würde sagen, wir treffen uns mal auf ein Bier und dann bauen wir das aus. Und dann machen wir das. Ja? Ja. Naja, es ist auch eine Form von Kommunikation, wie Alexander sagt. Zum einen natürlich der Aspekt der Vorbereitung. Mhm. Entsprechend dem, was musikalisch ausgedrückt werden soll, denn man hat ja hier die Aufgabe, viele Menschen zu koordinieren, zusammenzubringen. Im Theater ist es noch viel komplexer. Man hat die Bühne oben und unten den Orchesterkram, die können sich ja gar nicht sehen. Ja. Ja, geht ohne Dirigent gar nicht. Also ist es die Vorbereitung, die Leute zusammenzubringen. Der zweite Aspekt ist auch der emotionale Aspekt, wie bei einem Gedicht, beim Vortragen, die Leute zu animieren. Und zwar zu animieren entsprechend der Stimmung der Musik. Ja. Und da kommen wir in einen sehr, sehr persönlichen Aspekt. Ja. Denn wenn man Dirigenten sieht, unterschiedliche Dirigenten, sagen wir mal, ein und dasselbe Stück dirigieren, wie unterschiedlich da die Körperhaltung sind. Also da gibt es so sehr emotional, also Karajan hat sich auch wie so ein Verrückter bewegt. Also der ist ja, ich will nicht sagen ausgerastet oder eskaliert, aber war schon ein Stück weit. Also es gibt welche, die sind da sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr, sehr kleine Bewegung, also schon fast Mikrobewegung. Ja? Und andere, die wirklich ausladen sind und da richtig auch in Schwitzen kommen und Emotionen zeigen. Was bist du für ein Typ beim Dirigieren? Also da wird es ganz individuell. Da spielt wirklich die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, die Weltanschauung und auch, was ich vorhin gesagt habe, die ganzheitliche, multidimensionale Ausrichtung eine Rolle. Wie drücke ich die Emotionen der Musik aus, sodass das Orchester das nachvollziehen kann und diese Schwingung, die Energie lebendig wird. Und das ist, wo für mich auch Musik und Spiritualität wirklich zusammenkommt. Und das ist natürlich die Aufgabe eines jeden Dirigenten, da ist jeder anders. Wie öffne ich mich? Wie drücke ich mich aus? Das ist eine ganz, ganz persönliche Sache, mit der man sich exponiert. Da dürfte sich bei dir, denke ich, so über die Jahre auch im Dirigieren, im Stil einiges verändert haben. Ja. Denn die Lebensberatung ist ja auch immer stärker bei dir geworden. Ja. Deine Spiritualität hat sich weiterentwickelt. Hast du das auch wirklich gemerkt von deiner Ausbildung in den USA, als du Dirigieren angefangen hast, bis heute, dass sich dein Dirigieren komplett verändert hat? Ich würde nicht sagen komplett verändert, aber im Rahmen meines Naturells auf jeden Fall weiterentwickelt hat durch die spirituelle Arbeit. Weil das Weltbild öffnet sich mehr. Und die feinstoffliche Wahrnehmung öffnet sich mehr. Das Gefühl für Energie und wie man die Energie, in dem Fall jetzt eines Musikstückes, kommunizieren kann. Und da hilft mir die spirituelle Arbeit, die spirituelle Erfahrung ganz enorm. Jetzt ganz enorm. Das Video, was wir gesehen haben, das ist ein junges Orchester. Also du arbeitest mit jungen Menschen. Also findest du das besonders spannend, weil dort auch noch, sag mal, da kann man noch unterstützen, da kann man noch prägen. Die sind noch nicht so eingefahren wie vielleicht ältere Musiker, die eben einfach ihren Stil haben und dabei bleiben. Also wir hatten in diesem Orchester auch einige professionelle Musiker dabei, die auch gestützt und geführt haben, die auch wunderbar offen und zugänglich waren. Es war eine ganz wunderbare Erfahrung. Also ich habe mit dem Orchester schon öfter das gearbeitet, werde auch wieder an Silvester mit denen zusammenarbeiten. Die jungen Menschen, muss man mal wirklich sagen, die sind unheimlich offen, diszipliniert, wissensdurstig und wollen etwas bewegen. Mhm. Und da ist auch wieder die spirituelle Arbeit, die das so sehr hilft, nämlich das Wissen um Indigo-Kinder. Also Indigo-Kinder oder Kristallkinder, Delfinenkinder, Regenbogenkinder sind alte Seelen, mit einer sehr hochschwingenden DNA, hohen Lichtgehalt, sehr alte Seelen, die seit mehreren Jahrzehnten jetzt auf die Erde kommen, um zu helfen, dass sich die Erde positiv weiterentwickelt. Und wenn man weiß, wie
diese Indigo-Kinder oder jetzt kann man auch sagen Indigo-Erwachsene empfinden, denken, was ihnen wichtig ist, dann hilft das auch für die Arbeit als Dirigent. Mhm. Wie kann ich aus diesen Menschen dann, so wie die strukturiert sind und die Aufgabe, die ich als Dirigent vor mir habe, das Optimum für das Stück und für deren menschliche Entwicklung entwickeln und rausholen? Wann hat sich das denn bei dir entwickelt, das Spirituelle? Das war nicht von klein auf so, ne? Also interessiert hat es mich immer, weil Musik und Spiritualität ganz eng aneinander liegt. Aber natürlich war ich erst einmal beschäftigt mit der Musik. Instrumente lernen, Studium, Abschlüsse, Schwierigkeiten überwinden, Repertoire lernen. Und dann in Australien habe ich eine ganz tolle Dame kennengelernt, bei der ich jahrelang Unterricht hatte. Meditation, kosmische Gesetze, Ganzkörper-Channeling, Kartenlegen kam dann auch Schritt für Schritt dazu. Und mit weiteren Ausbildungen habe ich das auch weiterentwickelt. Also es kam alles zur richtigen Zeit, sodass ich jetzt beides parallel machen kann. Also mein Alltag ist quasi zur Hälfte mit musikalischen Aktivitäten voll und zur anderen Hälfte mit Lebensberatung, Questico, Kartenlegen, spiritueller Arbeit. Wir können gleich auch noch mal über deine eben 10 Jahre Australien kurz noch mal sprechen. Wir haben jetzt erst einmal den Hinweis und wir werden dann natürlich endlich dein Saxophon auch zu hören bekommen. Wir haben jetzt noch mal den Hinweis auf die Verlosung von Alexander Elmer. Er hat ja zweimal ein Ticket mitgebracht für sein Seminar am 18. August, jetzt am Samstag, hier in Berlin. Wenn Sie mitmachen möchten, ein Ticket gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Alexander Elmer ist der A, Kommunikationskrieger oder B, Schweigepazifist. Wenn Sie es wissen, rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501908. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz, das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Und bis 15 Uhr sind die Leitungen noch für Sie geschaltet, also knappe Viertelstunde noch. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Alexander, lass uns über dein Seminar sprechen, wo es jetzt die Karten zu gewinnen gibt. Kommunikation, Sprache ist Stärke. Richtig, Sprache ist Stärke. Was dürfen die Leute an diesem Tag erleben und lernen? Also alles erleben und ein bisschen sich selber entdecken. Sie dürfen verstehen, welche Macht Kommunikation hat, wie man mit einfachen Modellen, wirklich klassische Theorie, seinen Alltag von diesem Seminar aus besser machen kann. Wie man, egal ob im Business, besser pitchen kann, mehr Abschlüsse generieren kann. Wie man im privaten Bereich mit dem Partner einfacher und interpretationsfreier kommunizieren kann. Weil Interpretation ist der Tod der Kommunikation. Ja, ja, klassisches Beispiel. Bist du verheiratet, wenn ich fragen darf? Verheiratet nicht, aber in der Partnerschaft, okay, ja. Stell dir vor, dein Partner oder deine Partnerin kocht was für dich und fragt dich, wie schmeckt's dir? Und du sagst, naja, ist ganz gut. Was geht in ihrem oder seinem Bauch vor? Wie meint denn der bitte? Und das ist quasi deine Aufgabe als Sender einer Botschaft. Weil wir alle kennen dieses Vier-Ohren-Modell, Schulz von Thun. Ja, der Empfänger ist verantwortlich für eine Botschaft. Das ist Schwachsinn. Du als Sender bist halt verantwortlich. Du musst die Sorge dafür tragen, dass das, was du sagst, so beim Gegenüber ankommt, wie du es meinst. Und nicht mehr eher reininterpretieren könnte. Dafür gibt es rationale... Was würde ich dann stattdessen sagen? Klassische 5-Punkt-Argumentationskette zum Beispiel. Von wegen, Fakt ist, das Essen ist gut, ich danke dir, dass du mir das gekocht hast. Schön, Fakt ist also. Ja, rational anfangen. Ja. Warum? Ja, okay. Weil wir Menschen haben oben diese Logikschranke im Kopf drin. Ja. Und wir müssen gut kommunizieren, damit wir, was wir sagen, im Bauch wirken. Damit das klappt, muss der Kopf aufgehen. Und das geht nur durch Rationalität. Okay. Du kannst immer auch bei emotionalen Menschen rational argumentieren. Ja. Das verstehen sie. Du kannst bei... Du kannst nicht emotional argumentieren, weil wenn du zum Beispiel... Weil meine Emotion ist eine andere als, richtig, als die... Richtig. Und stell dir vor, du bist ein emotionaler Mensch und redest mit einem rationalen Mensch oder einem logischen Menschen und du kommst mit emotionaler Argumentation. Mhm. Was denkt er sich denn? What the fuck? Was willst du von mir? Und das ist halt nicht zielführend. Ja. Ja. Deswegen klassische Argumentationsketten. Dinge begründen, Dinge Beispiele belegen und dann eine Folge herleiten, damit für den Gesprächspartner klar wird, okay, das macht Sinn, das verstehe ich, aber trotzdem eine Wertschätzung dabei haben. Also sage ich, okay, tolle Zutaten, super angerichtet. Ja, finde ich klasse, danke, dass du mir die Zeit, dir genommen hast. Danke, dass du diesmal ein bisschen mehr Pfeffer genommen hast. Weißt du, worauf ich mich richtig freuen würde? Wenn du das nächste Mal einfach weniger Salz nimmst. Ja. Und schon ist es interpretationsfrei da und du freust dich, hast eine Wertschätzung, dein Partner fühlt sich trotzdem gut. Ja, und das klappt halt überall, auch projiziertes Business. Stell dir vor, viele Menschen haben ja Probleme, ihre Leistung zu verkaufen, ja, oder unterm Wert zu verkaufen. Ja. Dann fangen sie an, ja, wie teuer sind sie denn? Naja, so 1000 Euro am Tag. Wo ich mir denke, was ist da los? Hm. Und du kannst dann sagen, kostet 2000 Euro. Ja, ganz schön teuer. Ja, haben sie recht. Gut, dass sie das feststellen.
Aber stellen Sie sich folgende Frage, würden Sie denn einen Porsche fahren, wenn der zum Preis von einem Trabi ist? Würde jeder Mensch Nein sagen. Das ist logische, rationale Argumentation. Ja. Und sowas lernt man halt in diesem Seminar. Auch warum Gedanken wichtiger sind, Argumente wichtiger sind als Gedanken. Oder auch wie der Körper funktioniert. Warum darf ich meine Gedanken nicht äußern? Das sage ich ja nicht. Ja. Ich habe mir nur gesagt, Argumente sind wichtiger als Gedanken. Ja, also Gedanken, das heißt, wenn ich anfange, etwas zu denken, also meinen Gedanken nicht sofort äußern, sondern erstmal. Wenn du trainiert bist und gut bist, kriegst du das natürlich raus. Es ist auch nicht schlimm, wenn du in Gedanken direkt rausposaunst. Dafür sind wir ja Menschen. Gute Kommunikation heißt ja nicht, dass du immer super professionell redest. Ich meine, hör mich an, ich rede voll salopp. Man muss nur wissen, wie man wann etwas sagen muss, damit das funktioniert. Also man lernt in deinem Seminar dann im Prinzip auch, sich seiner Umgebung entsprechend anzupassen, in Anführungsstrichen, also zu argumentieren oder zu sprechen. Ja, mein Sprech quasi der Umgebung anzupassen. Oder der Umgebung deiner Sprache anzupassen. Oder so. Ja, ich habe Gesetz der Massenmanipulation oder Massenpsychologie. Ja. Genau, das lernt man. Körpersprache ist ein wichtiges Element. Man lernt aber auch mit Witz und viel Freude, wie man halt mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, dieser Argumentationsketten aufbauen kann. Und man kriegt ein Verständnis, dass das nicht nur im Business funktioniert, sondern allem voran im Privatleben. Weil da gibt es keine Differenzierung. Ich meine, ich habe ja auch ein Video mitgebracht. Haben wir das irgendwo? Da läuft es ja sogar schon. Ja, guck mal. Was habe ich von dir? Wenn ich es schaffe, in diese Komfortzone einzudringen, baust du da drinne Vertrauen zu mir auf. Sehr viel Spaß und Freude. Ja, weil ich kann nur gut sein, wenn meine Teilnehmer Spaß haben. Also es darf bei dir eben gelacht werden? Ja, das erwarte ich auch. Weil stell dir vor, die würden jetzt den ganzen Tag 8 Stunden lang da sitzen, so eine Fresse ziehen, da hätte ich ja auch keinen Spaß. Ja. Weißt du, meine Zielsetzung ist, ja, ich habe eine Menge, sind 15 verschiedene Themen, die da drin sind. Aber das kann nur funktionieren, wenn meine Teilnehmer das Gefühl haben, geiler Typ, bei dem lerne ich was, der ist sich auch nicht so blöd, Späße zu machen. Weil das ist wichtig, weil ich will ja auch, es ist an einem Samstag. Ja, und sieht man ja auch, also es ist halt sehr interaktiv, die Leute machen mit, das ist hier kein Frontalunterricht, überhaupt wo du vorne nicht. Stehst. Es ist ja kein Monolog, eben, es ist kein Monolog, es ist ein Seminar. Ein Seminar im größeren Stil und das am 18. sind jetzt, glaube ich, 55 Leute da. Ja. Eine geile Location, Hörsaalruine, ist halt schon ein bisschen geiler. Ja, das wird halt größer sein, auch ein bisschen anderen Flair, Stil, allem drum und dran. Und das ist halt das Schöne, weil wir in diesem coolen Rahmen trotzdem diesen ganzen massiven Content reinbringen können. Weil die Leute sollen was lernen, weil ich hasse ganz ehrlich, ja hassen darf man ehrlich, ich tue es trotzdem, diese Seminare, wo man den ganzen Tag da sitzt, da erzählt dir so ein Vogel irgendwelche Geschichten und am Ende denkst du, ja war ein geiler Tag, was habe ich davon? Ja nichts. Ja. Und das will ich halt ändern. Ich will, dass sie mindestens eine Sache lernen und das lasse ich mir auch am Ende sagen, was sie gelernt haben. Damit ich ja, weil man kommt ja, sag mal so, auch so aus Motivationsseminaren kommt man dann raus, so, ja ich bin der Beste. Ja, und so am Tag später ist alles wie später immer. Ist weg. Ja, ne? ja und das ist halt für den Arsch. Ja, ist ja so. Das ist übrigens auch das Wort, was die Regie benutzt hat, als sie sagte, ich soll meinen Hintern weiter nach hinten bewegen. Ja, aber es war bequemer, oder? Ja, es war bequemer, aber guck mal, ich habe dann beispielsweise hier den Empfänger verloren. Ja, das ist doch egal, ist Lebendigkeit, Vitalität. Ja, ist lebendig, aber das ist... Aber deine Stimme war, musst dir mal die Aufnahme dann anschauen, deine Stimme war viel beruhigender, das war krass. Okay. Ja, egal, aber ja, also das ist halt das Ding, Seminar, du musst was lernen. Ja, geil. Oder dann mache ich es mir mal ganz bequem. Ja, du musst halt das Problem ist, lieber Alexander, dass die Zeit leider schon wieder um ist. Und die Zeit, die dort abläuft, ist schon die Zeit für Christian. Christian, das tut mir sehr leid. Ja, jetzt habe ich es mir gerade so bequem gemacht. Wir können natürlich auch, aber es ist unhöflich, wenn ich jetzt natürlich nee, den, du, aber das ist okay, das den, ist den Rücken zu wenden. Neues Sendeformat. Ne? Und guck mal, ich kann ja, so können wir es auch machen. Weißt du, doch so bequem. Ich rück mal den Stuhl so ein bisschen. Entspannt. So, guck mal. Und dann gerade so, bei den warmen nicht ganz, Temperaturen. Rück doch auch noch ein bisschen vor. Genau. Hier ist eine Markierung am Boden, ist dir egal? Nein, das ist völlig wurscht. Okay. Okay. Ja, wir schieben, Tisch schieben mal den Tisch ein bisschen weiter nach vorne. Flexibilität ist ja... Komm einfach noch ein bisschen so zu. Oder weißt du was, wir machen es mal vor. Du bist zwar angekabelt, aber setz dich doch hier rein. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Okay, ich setze dich jetzt mal hier rein. Mhm. Guck mal, wir nehmen reicht der Kabel? Ja, das reicht. Guck mal, ich setze mich hier hin. Ach. Jetzt machen wir es uns ganz gemütlich. Jetzt kann ich mich in alle Seiten hin entspannen. Ja, so. Jetzt ist natürlich jetzt sieht ist auch gut Tobias aus. Da hinten so ein bisschen für sich alleine im Dunkeln. Aber ist okay? Ist okay. Oder möchtest du auch bei uns sitzen? Wir haben ja noch einen Stuhl. Ja, wer möchtest du bei uns sitzen? Ja. Jetzt machen wir es uns ganz gemütlich. Christian, hol doch schon mal dein Saxophon raus, gerne. Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. So, und der Stärkste hier im Studio trägt den Stuhl. Na, sehr gut. So, wo stellen wir den am besten hin? Yeah. Hier so, ne? Ich wollte sagen, ja, warte mal.
So, guck mal hin. Tisch noch ein bisschen weg. So. Guck mal, haben wir es noch gemütlich. Oh, sensationell, was für eine schöne Runde. Mein linker Platz ist mehr. Jetzt können wir richtig grooven. Jetzt können wir auch noch tanzen hier zusammen. Das machen wir nicht um 3 Uhr Schluss. Es geht gut, weiter. Lass uns ganz kurz über Australien noch reden, bevor du spielst. 10 Jahre Australien, ganz, ganz kurz abgerissen. Was ist da passiert mit dir? Viel. Ich konnte sehr viel musikalische Erfahrung sammeln. Oper dirigieren, Konzerte, Kammermusikkonzerte geben und hatte auch sehr viel Radioarbeit, also auch sprechen, Konzerte präsentieren, Moderation, in Englisch natürlich alles. Mhm. Und es war schon manchmal lustig, weil man weiß ja auch nicht jedes Wort. Ja, ja. Also kommt dann viel, viel auf einen zu. Ne? Andere Kultur, dann ja was neu, prinzipiell du bist zum Lernen dorthin, also überhaupt den Inhalt und dann auch noch alles in einer anderen Sprache. Ja, aber das... An den Herausforderungen gewachsen, ja. Und dann auch, du hast ja erzählt, dann hast du auch quasi deine spirituelle Lehrerin kennengelernt. Ja. Australien, weiß man ja auch, die Aborigines, die sind sehr offen spirituell. Sehr spiritueller Ort, oder die haben sehr spirituelle Orte. Also das muss man wirklich sagen, in der australischen Gesellschaft, beim Abendessen über Chakren oder über Aura zu reden, ist völlig das Standardprogramm, was man hier manchmal leider Gottes noch immer vermisst. Es wird besser, aber es darf noch besser werden. Die Regie möchte dich gerne hören, weil wir haben nur noch knapp 4 Minuten. Wie lange würdest du gerne spielen? Ist mir das Mikrofon runtergerutscht. Das macht nichts. Komm, das mache ich dir dran. Dann kannst du dich aufs... Vielleicht hier. Oder das ist gut. Ja, gut. Guck mal, dann ist die Regie wieder glücklich. Ach, sensationell. Ja, Freude. Hast du ja auch wunderbar angesprochen. Saxophon ist ein Instrument, mit dem man Freude haben kann. Und zwar in so vielen Stilrichtungen. Und ich dachte, ich spiele mal was von... Bach, ui. Weil das Saxophon kennt man ja immer nur für Jazz, Pop und Rock. Vor allem nicht bei Bach. Ja, aber es eignet sich wunderbar dafür. Großartig. Auch. Was von Bach spielst du? Eine Gavotte. Eine Gavotte, ein Tanz. Oh, tanzen wir. Also das ist jetzt, wird man vielleicht sagen, Bach, vielleicht ein bisschen verstaubt, ist ja alles schon lange her, aber das hat sich wirklich nicht nach typischer, klassischer Musik angehört. Nein, es hat alle unsere Empfindungen, unsere Regungen, das Bedürfnis, sich zu bewegen, Freude auszustrahlen, fortlaufend entwickeln, im Fluss sein, im Jetzt sein, im Hier und Jetzt, in dem Moment. Ja, weil du hast, als du es vorhin kurz vor der Sendung mal einmal angespielt hast als Tonprobe für die Regie, habe ich ja gesagt, ja, und jetzt kommen die Simpsons. Also es war so, also hätte auch bei Elisa Simpson sein können, ja, im Vorspann bei den Simpsons. Also wirklich hört sich einfach modern an, ja. Ja, absolut. Und da ist der Weg zum Jazz, zu Scott Joplin und so, geschichtlich 200 Jahre, in Wirklichkeit null. Also ist das auch, sag mal, als Musiker wichtig oder für dich zumindest wichtig, die klassische Musik studiert zu haben, weil du gerade diese klassischen Elemente im Bach, sag mal, auch so in Free Jazz einfach mit einbringen kannst, irgendwelche Tonfolgen aus auf jeden Fall. Also ich bin kein Jazzmusiker. Ich komme aus der Klassik, aber ich habe mich natürlich mit diesen Dingen auch beschäftigt, mit Spezialeffekten, die also auch Rockmusiker verwenden, Growl, wenn man also spielt und gleichzeitig hummt, und alles, was es da gibt. Und das ist unheimlich faszinierend, wie das alles übereinander greift und was man an unglaublichen Dingen, an Spezialeffekten mit diesem schönen Instrument auch machen kann. Vielleicht können wir das in einer nächsten Sendung mal mit dir machen. Vielleicht bringst du dann mal für dich ein paar stimmliche Spezialeffekte noch mit. Bevor ich in die große Verabschiedungsrunde gehe, erst einmal noch der Hinweis, liebe Zuschauer, wenn Sie auch jemanden kennen oder Sie selbst vielleicht mal zu uns kommen möchten, weil Sie was ganz Tolles vorzustellen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach mal an leichterleben@astrotv.de und dann sitzen Sie vielleicht bald hier in einem unserer Stühle. Würde mich freuen.
Dann haben wir noch für Sie den Spruch des Tages. Vielleicht hat er was mit Musik zu tun, vielleicht aber auch gar nicht. Nee, mit Kommunikation. Kommunikation ist viel mehr als zwei klappernde Gebisse. Was? Franz Dominanz oder was? Nee, Domenz. Frank Domenz. Sehr geiler Spruch. Ja. Ja. Schon, schön. Und der, aber das ist nicht für deinen freien Namen. Nein, nein, nein. Nee. Wie gesagt, der ist oh, ja schon. Verdammt, verabschieden. Also verabschieden. Ja, ganz lieben Dank. Komm, dann mache ich mal wirklich den hier heute. Ganz lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ganz lieben Dank, dass Sie auch zugeschaut haben. Jetzt hat man schön den Hintern gesehen. Ne? So, auch gut. Ja, tschüss soll ich sagen. Schauen Sie auch morgen wieder rein, wenn Sie mögen. Leichter Lebenszeit für mich. Einen bunten Tag heute. Lassen Sie es gut gehen. Ciao. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr hier seid. Danke.